Was sind UFOs? Sind sie Raumschiffe? Oder eine andere Art von Gefährte jenseits unserer Vorstellungskraft? Reisen sie weit, um die Erde zu erreichen? Und kommen sie in Frieden? Oder um uns zu erobern? Viele, die Außerirdischen bei einer Entführung oder einer Sichtung begegnet sind, glauben, dass sie von Natur aus gewalttätig sind. Von mysteriösen Planeten am Rande unseres Sonnensystems bis hin zu epischen Reisen jenseits der Grenzen von Zeit und Raum. Seien Sie dabei, wenn wir die geheimen Ursprünge außerirdischer Besucher enthüllen. Eine weltweite Initiative hat begonnen. Geheimakten mit detaillierten UFO-Berichten, jahrzehntelang vor der Öffentlichkeit verborgen, sind jetzt frei zugänglich. Wir enthüllen die Wahrheit hinter diesen Dokumenten und finden heraus, was die Regierungen verschweigen. Unsealed. Alien Files. Auf der Spur der größten Geheimnisse der Erde. Der Ärmelkanal, 24. April 2007. Ein kleines Passagierflugzeug ist unterwegs von der englischen Küstenstadt Southampton zur Insel Alderney. Der Pilot Ray Boyer ist geschockt, als er in einiger Entfernung ein riesiges, gelb leuchtendes Objekt bemerkt. Als er näher kommt, sieht er ein zweites, identisches Objekt, das hinter dem ersten auftaucht. Er hat keinen Zweifel daran, dass sie nicht von dieser Erde stammen. Die Passagiere an Bord seines Flugzeugs sehen die Objekte ebenfalls. Nach 15 angespannten Minuten erreicht das Flugzeug sein Ziel und die UFOs verschwinden hinter der Wolkendecke. Boyer meldet die Sichtung umgehend der britischen Luftfahrtbehörde. Später erfährt er, dass die UFOs noch von einem zweiten Flugzeug sowie zwei Zeugen am Boden gesichtet wurden. Eine forensische Untersuchung der Radaraufzeichnungen aus der Gegend bleibt ergebnislos. Woher die UFOs kamen und wohin sie wollten, bleibt ein Rätsel. Wie konnten zwei riesige UFOs unbemerkt in einen der verkehrsreichsten Lufträume der Welt eindringen und dann spurlos wieder verschwinden? Das Universum besteht aus über 100 Milliarden weit verstreuten Galaxien. Unsere Galaxie ist die Milchstraße. Sie allein umfasst über 100 Milliarden Sterne. Der nächste Stern in unserem Sonnensystem heißt Proxima Centauri und ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Sprich, selbst mit Lichtgeschwindigkeit würde es über 4 Jahre dauern, von dort bis zur Erde zu reisen. Sind diese Objekte Raumschiffe, die durch die endlosen Weiten des Universums kommen, mit dem Ziel, die Erde zu erkunden? Oder liegt ihr Ursprung viel näher? Seit Jahrzehnten fängt die NASA Bilder von merkwürdigen, unerklärlichen Objekten im All ein. In den letzten 20 Jahren haben die beiden Voyager-Raumsonden neue Himmelsgrenzen erschlossen und Aufnahmen von den äußersten Rändern unseres Sonnensystems übermittelt. Voyager 1 startet 1977. Sie legt über 19 Milliarden Kilometer zurück und durchquert dabei das Reich der Planeten sowie den Kuipergürtel. Ein riesiger Ring mit über 100.000 Planetoiden und kleineren Körpern, von denen jeder einzelne eine Alien-Basis beherbergen könnte. Jenseits des Kuipergürtels befindet sich die Oortsche Wolke, die aus Billionen von Eiskörpern besteht, die bisweilen als Kometen Richtung Sonne fallen. Wissenschaftler der University of Louisiana behaupten, ein mysteriöses Objekt lokalisiert zu haben, das viermal größer ist als der Planet Jupiter und das sich hinter der Oortschen Wolke befinden soll. Sie glauben, dass es die Gravitation dieses unbekannten Objekts ist, die die Kometen auf ihre Reise zur Sonne schickt. Doch was ist diese rätselhafte Welt? Gerüchte von einem Phantomplaneten am äußeren Rand unseres Sonnensystems reichen bis ins Jahr 1846 zurück, als der Planet Neptun entdeckt wird. Später entdecken Astronomen leichte Abweichungen in seinem Orbit. Und dem von Uranus, was auf einen weiteren Planeten irgendwo da draußen in der Dunkelheit verweist, dessen Gravitation an ihnen zieht. Sie nennen ihn Transpluto. 1930 wird Pluto entdeckt. Jahrzehntelang glauben viele, das Rätsel von Transpluto sei damit endlich gelöst.
Doch 1978 stellen Wissenschaftler fest, dass Pluto zu klein ist, um die Umlaufbahnen von Uranus und Neptun zu beeinflussen. 2006 stuft die Internationale Astronomische Union Pluto auf den Status Zwergplanet zurück. Und die Suche nach Trans-Pluto geht weiter. Ist dieser gigantische kosmische Körper am äußeren Rand des erforschten Weltraums der legendäre Planet Trans-Pluto? Und dient er als Startrampe für UFOs, die wir hier auf der Erde sehen? Oder müssen wir der Raumsonde Voyager 1 folgen, die unser Sonnensystem gerade verlassen hat, und noch tiefer in die Weiten des interstellaren Raums blicken? Millionen von Menschen auf der Welt berichten von Begegnungen mit UFOs. Doch wenn Aliens existieren, woher kommen sie? Freigegebene UFO-Akte. Betty und Barney Hill. New Hampshire, 19. September 1961. Betty und Barney Hill fahren durch die Landschaft von Neuengland, als sie plötzlich von einem merkwürdigen Flugobjekt verfolgt werden. Was dann passiert, wird den Lauf der Geschichte verändern. Ein Licht landet auf der Straße. Daneben stehen kleine Gestalten. Dann finden sich die Hills auf einmal in ihrer Auffahrt wieder, ohne sich daran zu erinnern, wie sie dorthin gekommen sind. Erst Jahre später schildern die beiden unter Hypnose, was genau sich an Bord des UFOs zugetragen hat. Aus ihren unterbewussten Erinnerungen rekonstruieren die beiden eine detaillierte Beschreibung ihrer Entführer. Eine Spezies, die auch die Greys genannt wird. Die Greys sind die am häufigsten beschriebene Alien-Spezies. Nicht nur in der Popkultur, sondern auch von vielen, die von ihnen entführt wurden. Die Greys sollen rund einen Meter groß sein und große, runde Köpfe mit großen, schwarzen, mandelförmigen Augen haben. Sie haben graue Haut und sind sehr dünn. Das Ehepaar Hill gibt an, Opfer schrecklicher medizinischer Experimente geworden zu sein. Und Betty Hill erinnert sich noch an etwas anderes. Sie behauptet, einer der Außerirdischen habe ihr eine Sternenkarte gezeigt, um ihr zu erklären, woher sie kommen. Jahre später gleicht ein Hobbyastronom die scheinbar willkürliche Anordnung von Punkten auf der Karte der Hills mit bekannten Sternen am Nachthimmel ab. Und die Ergebnisse sind verblüffend. Laut der Karte kommen die Aliens von Zeta Reticuli, einem Doppelsternsystem, das 39 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Die Ergebnisse werden in der Zeitschrift Astronomy veröffentlicht und lösen eine hitzige Debatte aus. Stammen die grauen Aliens von Zeta Reticuli? Und falls ja, wie lange waren sie unterwegs? Und wann kamen sie das erste Mal auf die Erde? Forscher der University of Edinburgh haben ein Computermodell erstellt, dem zufolge eine Flotte interstellarer Raumschiffe mit nur einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit die gesamte Milchstraße in weniger Zeit erschließen könnte, als die Erde alt ist. Könnte eine Alien-Zivilisation, die Milliarden von Jahren älter ist als unsere, bereits auf dem Weg zu uns sein? Freigegebene UFO-Akte. Der Dulce-Zwischenfall. Dulce, New Mexico, August 1979. Phil Schneider ist Ingenieur bei der Armee und Teil einer Einheit, die eine Reihe von Tunneln südwestlich der Archuleta Mesa bauen soll. Gerüchten zufolge soll sich unter der Hochebene ein geheimer Militärstützpunkt befinden, auch bekannt als Dulce Base. Zu Beginn der Tunnelarbeiten kommt es zu einer Reihe von Problemen. Trotz normaler Bedingungen versagen wiederholt die Bohrgeräte. Schneider ist alarmiert, als plötzlich eine Truppe schwer bewaffneter Spezialkräfte eintrifft, um die Tunnelarbeiten vor Ort zu überwachen. Er hat ein ungutes Gefühl und bewaffnet sich sicherheitshalber mit einer Pistole. Schließlich gelingt es den Ingenieuren, tief in die Erde vorzudringen. Schneider und ein Soldat werden entsandt, um sich ein Bild zu machen. Ich wurde in eines der Löcher abgelassen. Unten angekommen ist er geschockt, als er einen 2 Meter großen grauen Alien sieht. Hinter ihm sind weitere Aliens in einer unterirdischen Basis zugange. Der Ingenieur eröffnet sofort das Feuer.
Ich habe zwei von ihnen erschossen. Sie sind definitiv sterblich. Doch dann traf mich dieser blaue Strahl, der mich aufschnitt wie einen Fisch. Der blitzartige Strahl amputiert zwei von Schneiders Fingern und fügt ihm Verbrennungen zu, bis ihm ein Green Beret zur Hilfe kommt. Was folgt, ist ein Gefecht, bei dem angeblich 60 US-Soldaten ihr Leben verlieren. Doch was Schneider in den Tagen darauf erfährt, ist noch unglaublicher. Die Regierung wusste davon. Sie halten sich dort unten nach bestem Wissen und Gewissen bereits seit 400 oder 500 Jahren auf. Könnte es sein, dass sich Außerirdische schon vor Jahrhunderten in unseren Gebirgen und vielleicht sogar im Erdkern eingenistet haben? Manche Aliens sind nicht nur nicht von dieser Welt, sondern vielleicht sogar aus einer anderen Dimension. Um durch das Raumzeitgefüge zu reisen, nutzen sie sogenannte Portale. Reisen UFOs wirklich durchs Weltall und legen dabei riesige Entfernungen zurück? Oder haben die Außerirdischen eine Art intergalaktische Abkürzung gefunden? Neueste Aufnahmen der NASA zeigen seltsame Objekte, bei denen es sich um riesige UFOs in der Größe eines Planeten handeln könnte, die auf die Sonne stürzen, nur um auf der anderen Seite wieder aus ihr hervorzuschießen. Einige Experten glauben sogar, dass Außerirdische die Sonne als eine Art Tankstelle für ihre UFOs nutzen. Im Inneren der Sonne ist der Druck so extrem, dass es zur Kernfusion von Wasserstoffatomen kommt. Eines der Nebenprodukte dieser Kernfusion ist Helium-3. Dringen UFOs womöglich in die Sonne ein, um Helium-3 zu tanken? Oder suchen sie dort etwas anderes? Andere Bilder des Sonnen- und Heliosphären-Observatoriums der NASA enthüllen ein riesiges Loch in der Oberfläche der Sonne. Einige glauben, dies könnte die Öffnung sein, in der die sonnentauchenden UFOs verschwinden. Sie sind überzeugt, dass das Loch in Wahrheit ein interstellares Portal ist, dessen anderes Ende sich irgendwo in der Galaxie befindet. Durch diese Sternenportale können UFOs im Handumdrehen riesige interstellare Entfernungen zurücklegen. Und bei geschätzten 100 bis 400 Milliarden Sternen allein in der Milchstraße sind die potenziellen Ziele praktisch endlos. Doch intergalaktische Wurmlöcher sind womöglich nicht die einzige Art, wie Aliens sich fortbewegen. Freigegebene UFO-Akte. Der Rendlesham-Forest-Zwischenfall. Ipswich, England, 26. Dezember 1980. US-Luftwaffenoffiziere, die in den RAF-Zwillingsbasen Bentwaters und Woodbridge stationiert sind, beobachten seltsame Lichter, die aus dem nahegelegenen Rendlesham Forest kommen. John Burroughs und Jim Penniston gehen zusammen mit ein paar Männern in den Wald, um nachzusehen, was passiert ist. Sie denken, dort sei ein Flugzeug abgestürzt. Als sie sich der Stelle nähern, entdecken sie auf einer kleinen Lichtung ein UFO. Es war dort jedoch nicht abgestürzt, sondern gelandet. Die Männer kommen dem Objekt nahe genug, um seltsame Markierungen auf dem Rumpf zu erkennen, die ägyptischen Hieroglyphen ähneln. Dann kehren sie zum Stützpunkt zurück und erstatten Bericht. Eine weitere Patrouille wird entsandt. Doch die Männer finden nichts, außer drei Abdrücke im Boden, wo das UFO gestanden hat. Vermutlich vom Landegestell des Raumschiffs. Ein Geigerzähler misst erhöhte radioaktive Strahlung in den Vertiefungen. Das britische Verteidigungsministerium führt umfassende Ermittlungen durch. Und die Befragung von Burroughs und Penniston bringt Erstaunliches zutage. Obwohl sie sich nur wenige Momente in Gegenwart des merkwürdigen Raumschiffs aufhalten, vergehen auf ihren Uhren ganze 45 Minuten. Ufologen nennen dieses Phänomen fehlende Zeit. Viele Entführungsopfer berichten von fehlender Zeit. Etwas, das bei weitem nicht so lange hätte dauern dürfen, dauerte drei- oder viermal so lange. Viele Experten glauben, dass die fehlende Zeit ein Nebenprodukt der Art und Weise ist, wie UFOs reisen. Sie rasen nicht durch Raum, sondern vielmehr durch die Zeit. Wir sind gemeinhin mit drei Dimensionen vertraut. Doch die vierte Dimension ist die Zeit selbst.
Das Raum-Zeit-Kontinuum ist die Überlappung von Raum und Zeit in einer mathematischen Struktur. Das heißt, Raum und Zeit sind nicht voneinander zu trennen. Könnte es sein, dass das UFO auf seiner Reise zur Erde ein Raum-Zeit-Kontinuum generiert hat, in das die Männer eintraten, als sie sich näherten? Ein berühmter Vorfall von fehlender Zeit in Chile liefert weitere Beweise für dieses oft beschriebene Phänomen. Freigegebene UFO-Akte, die chilenische Zeitschleife. Pampayuscuma, Chile, April 1977. Eine Grenzpatrouille sucht nachts in einem Pferdestall Unterschlupf. Gegen 4 Uhr morgens schrecken die Männer auf, als nicht weit von ihnen ein merkwürdiges Licht vom Himmel kommt. Als sie gerade losgehen wollen, um der Sache nachzugehen, landet in der Nähe ein zweites UFO. Corporal Armando Garrido nähert sich dem zweiten Objekt und verschwindet in dessen Lichtstrahl. Seine Kameraden suchen fieberhaft nach ihm. 15 Minuten später hören sie einen dumpfen Schlag und sind erstaunt. Ihr vermisster Corporal liegt unweit von ihnen auf dem Boden. Er lebt, doch er ist nicht mehr derselbe. Garrido kann es kaum glauben, als seine Digitaluhr ein Datum 5 Tage in der Zukunft anzeigt. Zudem bemerkt er, dass er einen dichten Bart im Gesicht hat. Wie konnten für ihn 5 Tage vergehen, während es für seine Kameraden nur 15 Minuten waren? Wurde Corporal Garrido womöglich von Aliens entführt und durch ein Zeitportal gebracht, ähnlich dem, das die Soldaten im Randlesham Forest erlebt hatten? Und könnten Zeitreisen erklären, woher die riesigen UFOs über dem Ärmelkanal plötzlich kamen und wohin sie spurlos wieder verschwanden? Trotz jahrzehntelanger Ermittlungen können UFO-Forscher bis heute nicht mit Sicherheit sagen, wo die Außerirdischen herkommen und warum sie hier sind. Einige Experten glauben, sie kommen von einem bisher unidentifizierten Planeten in den Weiten unseres Sonnensystems. Andere glauben, sie legen unglaubliche Entfernungen durch den interstellaren Raum oder interdimensionale Portale zurück. Doch es gibt noch eine andere beunruhigende Möglichkeit. Eine, die über all diese scheinbar unglaublichen Grenzen hinausgeht. Eine Studie der Washington University nutzt ein Computerprogramm, um vorherzusagen, wie die Menschen nach weiteren 100.000 Jahren Evolution aussehen werden. Es sagt voraus, dass wir große Augen und stark vergrößerte Schädel entwickeln werden, wodurch wir den außerirdischen Grace verblüffend ähnlich sehen, die Betty Hill und tausende andere beschreiben. Wer hat das größte Interesse daran, dass die Menschheit sich nicht selbst vernichtet? Die Antwort liegt auf der Hand. Andere menschliche Wesen aus der Zukunft. Könnten Aliens in Wahrheit Menschen aus der Zukunft sein, die in der Zeit zurückgereist sind? Und falls ja, sind die Greys vielleicht nur ein anderer Zweig desselben Stammbaums? Unsealed. Alien Files. Auf der Spur der größten Geheimnisse.